machen sollte, mach ich mal. Gut. Gut. Moin, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 Chaos im Wald. Letzte Folge haben wir die letzten Paletten von den restlichen Produktionen auf Weg gebracht. Also Metallrollen und die Sachen von der Kunstzubehörfabrik. Und jetzt haben wir ein bisschen viele Kohle. Was bedeutet, ich stelle die Plattform jetzt erstmal da rein. Und dann schlafen wir. Und dann gucken wir mal beim Händler vorbei bezüglich LKW. Das ist ja eine Sache, die ich jetzt schon seit einigen Wochen, wenn jetzt schon so 3-4 Monate plan. Und mir denkt, nächste Ding ist unbedingt LKW jetzt. Und jetzt haben wir die Kohle endlich. Dann gucken wir da endlich mal, dass wir das holen. Vorher aber natürlich, wie gesagt, erstmal hier aufräumen. Es ist eh viel zu dunkel, irgendwas irgendwo zu machen. So. Warte mal, machen wir es ganz einfach. Das graben wir für die Nacht. Lass der Wald auch mal hier rein in die Halle. Gut. So zu. Wunderbar. Das drücke ich auch mal drauf, aber wie gesagt, bis ich nicht wieder wach bin, ist es eh nicht zu. So. Dann einmal gute Nacht. So. Ein paar Mietkosten und so abgegeben. Na klar, Kreditzinsen. 500 Euro jeden Tag. Ist schon gerade wenig, ja, okay. Ah, doch, Tor ist zu jetzt. Sehr gut. Okay. Dann macht das Tor mal wieder auf. Beziehungsweise ich gehe jetzt mal zum Händler. So, Angebote. Nichts Relevantes, oder? Ja, das Ding vielleicht. Der ist ja, glaube ich, dafür da, um auf dem LKW draufgebaut zu werden. Deswegen könnte man das vielleicht, mal gucken. Apropos, mal kurz gucken. Feld. Der sich jetzt verlautet, rum. Oh, Wachstum. Das war's. Okay. Gut, dann können wir jetzt mal hier gucken. LKWs. So. Brauchen wir auf jeden Fall eine Zugmaschine. Mal hier von Volvo den Globetrotter, also F16. Ich will lieber einen moderneren LKW. Klar, dann haben wir hier die MA1. Aber wir haben ja die wunderbare Platinum Expansion. Da gibt es diesen wunderschönen LKW hier. Den Volvo FH16. Das nenne ich mal einen schicken großen LKW. Wo wir jetzt mal ein bisschen konfigurieren können. So, Dachvariante. Sieht auch nicht schlecht aus, aber so sieht er geiler aus. Genau. Motorausführung. Was haben wir denn da? Wie viel PS hat er jetzt? 550. Gibt es einen Einschlag als Automatik? Blöde Frage. Er hat Last geschaltet. Warum ist er Last geschaltet? Das ist ein hochmoderner LKW. Oh, das sehe ich jetzt erst, das der Ding. Warte mal kurz. Ist der andere auch, oder? Manuell. Ja, manuell Last geschaltet ist dasselbe. Sind alle Last geschaltet. Ah ja, gut. Wie viel macht denn das aus so? Ja, ich würde sagen, das guckt man, wenn wir alles konfiguriert haben, wie es preislich aussieht. So, Reifenvariante. 4x2, 6x4, 8x4 Tag, 8x4 Push. Boah, ich hätte gesagt, wir nehmen 8x4. Frage ist, Tag oder Push? Also, das ist nochmal eine Antriebsachse, würde ich sagen, oder? Ja doch, müsste eine Antriebsachse sein. Die Frage, machen wir die hinten hin? Oder machen wir die weiter vorne hin? Frage ist für mich, was ist der Unterschied? Andererseits, wenn ihr da Gewicht drauf lasst, dann könnt ihr ja dann mehr Gas geben, oder? Machen die mal hinten hin. So. Luftleitbleche. Ach, die Dinger, okay. Achso, einmal unten. Aha. Dann haben wir die Dinge. Ja, nehmen wir alle, das sieht am besten aus. So, Frontanbau.
brauchen wir auf jeden Fall was. Immer alles. Sicherheitsgestell. Immer alles. Schmutzfänger. Hinten. Nimm mal Volvo. So. Dann Spiegel. Nimm mal alle. Totwinkelspiegel. So, GPS brauchen wir nix. Und jetzt geht's um die Farbe. So, guck ich mal ein bisschen jetzt durch hier. Das sieht doch eigentlich schon geil aus, oder? So, ich glaube, jetzt würde ich sagen, haben wir doch eine ganz gute Farbkombination raus. Jetzt ist die Frage, kostet 185.000. Motor. Brauchen wir Männerleistung oder macht das schon viel Geld aus? Ich würde sagen, wir lassen erstmal auf niedrigster Dinge 550 PS reichen erstmal. Und dann kann ich immer noch irgendwann den größten Motor kaufen. Wenn ich jetzt den mittleren Motor kaufe, muss ich da wieder 67.000 für den größten kaufen. Deswegen machen wir den kleinsten. Kann mir immer noch jederzeit aufrüsten. Das ist kein Problem. Also, guck mal. Sieht da innen eigentlich aus. Wow. Guck mal, der ist in der Last geschaltet. Der ist ein Auto. Ach, egal. Sehen wir gleich. Gut, kaufen bitte. Sehr schön. Gut, jetzt sind wir immer noch 230.000. Anhänger. Gut, wir haben hier so eine Plattform theoretisch, die man drauf bauen kann, theoretisch. Aber erstmal nicht. Dann haben wir hier so einen Auflieger, der so Container theoretisch transportieren kann und kippen kann. Brauchen wir momentan nicht. Gut, so Auflieger allgemein brauchen wir momentan nicht. Guck erstmal nach Holzding jetzt. Forstmaschinen. Das ist klar. So, da haben wir zum einen den Fliegel, den es schon lange gibt. Der hat halt die Rungen so, wie sie sind. Echt? Ja. Und dann haben wir hier den Schwarzmüller. Ich glaube, das war's dann, oder? Ja. Okay, dann würde ich sagen, nehmen wir den Schwarzmüller. Das ist mal was Neues. Genau, den kann man nämlich auch konfigurieren. Reserverad immer. Schmutzfänger. Auch sehr gerne, aber ich glaube, ganz hinten reicht eigentlich, oder? Ja. Design. Ah. Ja, machen wir das mal gelb, komm. Warum nicht? Aufbau. 4x3, 3x4, 2x6. 2x6? Achso, das sind ja immer. Da die Stämme auf 6 Meter sein müssten, laut meines Wissens, machen wir mal 2x6. Dann kann man das wunderbar aufladen, da. Weitere Farbgebungen. Ja, nehmen wir das, was wir jetzt haben gerade. Dann nehmen wir schwarz. Ja, guck mal, so sieht es doch ganz schön aus, oder? Das Ding so ein bisschen schwarz, das ist alles Silber hier. Das ist doch schön. Ach, Felgenfarbe haben wir auch noch. Was hatte ich genommen? So ein grob grün, gell? So, hoffen wir, dass das Grün einigermaßen dasselbe ist. Sonst müssen wir das halt noch. Gut. Perfekt. Nummernschild haben wir auch. Also kaufen wir jetzt einen Forsttransporter. Okay, jetzt haben wir noch 182.000. Und brauchen noch einen Transporter für Paletten und Kram. Ich will ganz kurz gucken bei Ballentransporter, was wir da haben. Nix. Gut. Bei Tieflader haben wir nur Dender.
den man halt noch ausziehen kann, glaube ich. Dann kann man nämlich großen Container und alles dann transportieren, theoretisch. Ja, dann gehen wir mal zu Diverses. Da dürfte ja etwas sein. Genau. Da haben wir die Krone auf Liga. So, das ist der Standard hier. Und das ist ein Mod mit Rampen noch dran. Ja, ganz logisch und einfach. Da mal Palettentransport machen. Nehmen wir den Krone. Kurz gucken, was es noch für Unterschiede gibt, außer die Ladrampe. Nix. Okay. Er hat halt theoretisch Laderampen. Damit man halt theoretisch Fahrzeuge mit transportieren kann. Ja. Ist schon schöner. Hätte ich auch gesagt. Nehmen wir aber Krone, hätte ich gesagt, oder? Oder komm, machen wir ein bisschen Werbung hier für einen Lampenfestenblader und so. Fahrgestellfahrer. Nehmen wir schwarz. Wie beim anderen auch schon. Oder war das so ein Grauton? Nehmen wir so ein Grau. Designfarbe. Ah, ist das restliche Ding? Ja, das nehmen wir schwarz. Genau. Und Felgenfarbe bitte wieder so grün. Gut, dann Nummernschild noch ändern. Sehr gut. Kaufen wir den ganzen Spaß noch. Dankeschön. Jetzt haben wir immer noch 151.000 theoretisch. Ja, so ein Hexen. Ich muss mal kurz gucken, welcher ist denn das? Hackeraufbau klein. So. Groß, mittel, klein. Wo ist denn der Unterschied? Außer das Gewicht. Gut, der hat ein größeres Förderband, okay. Der hat wiederum kleines Förderband, kann aber wahrscheinlich ohne, ich sag jetzt mal, LKW laufen, oder? Schätze ich jetzt mal. Ja gut, das ist ja egal. Einfach mal, damit man einen Häcksler hat, theoretisch. Wäre das ja nicht verkehrt. Sache ist, normalerweise kostet er 85.000. Gerade im Angebot für 34.000, über die Hälfte reduziert. Komm, kaufen wir den da, oder? Der ist gerade im Angebot. Nehmen wir das. Hackerfarbe lassen wir ganz normal. Sieht am schönsten aus erstmal. Kann man immer noch ändern. Aber erstmal hätte ich das so gelassen. Kranfarbe genauso. Zangenfarbe nehmen wir speziell grün oder blau, gelb. Nimm mal gelb, die fällt am meisten auf. Passt in die Farbkombination eigentlich zur Farbe. Okay, da kann man schwarz nehmen. Genau. Kennzeichen, ja. Wieder irgendwas. Sehr gut. Kaufen wir das noch? Und was wir jetzt noch kaufen, bevor ich es vergesse, ist der Koller. Dann habe ich auch wirklich kein Geld mehr, sehe ich gerade. Den hätte ich nämlich jetzt beinahe noch vergessen. Weil der muss noch ganz dringend noch her, eigentlich. Muss mal hoch und runter sein können, alles. Theoretisch kann ich dann eigentlich den anderen Seilkran verkaufen, oder? Normalerweise schon. Frage ist, was ich mache ich mit meinem Volvo dann? Keine Ahnung. Genauso ist die Frage. Na nee, gut, ich sag mal, bis es dann wegen Landwirtschaft geht, wegen Kram, habe ich eh wieder Geld. Weil ich gebe gerade komplett mein... Es gibt jetzt gleich noch 20.000 übrig. Nee, nicht... Doch, 20.000, ich glaube. Egal. Mal die Reifen. Und ihr Nummernschild noch. Perfekt. Gut. Kaufen wir den ganzen Spaß noch. Jetzt haben wir wirklich kein Geld mehr. Und der Händler steht wahrscheinlich voll. So, hauptsächlich ist es LKW-Sachen.
Machen wir es da auf, bitte. So, nimm jetzt ein Pfannzelt. Und mit dem holen wir jetzt das Collar-Ding. Den Seilkran. Ganz einfach, da kann der nämlich unten bleiben mit dem Seilkran dann. Der ist für den dann zuständig. Beziehungsweise. ...225 PS. 210. 236. Der ist eh der einzige, der den betreiben kann, gell? Sehe ich gerade. Der hat nur 210. Ah, okay. Von daher muss der eh. Also dem wurde er schon lange nicht mehr gefahren. Gefühlt ein halbes Jahr stand der jetzt nur rum. Von daher darf der auch mal wieder ran. So, einmal darunter bitte. Dankeschön. So, den Volvo schicken wir auch gleich hinterher. Beziehungsweise, was bringt mir der kleine Seilkran, wenn ich den verkaufen würde? 27.000. 27.000 sind 27.000. Also komm, wir verkaufen den. Hat man treue Dienste geleistet, ja. Dem einen Waldgrundstück gut gearbeitet. Aber jetzt wird er abgelöst. Vom größeren Bruder, weil es auch Koller ist, glaube ich, gell? Müsste. So, jetzt. Schicken wir den noch runter. Weil schicken, weil ich mit dem LKW gucken will jetzt. So. Fährst du? Sehr gut. Dann gucken wir doch mal. Das ist der Waltra. Ja, der bleibt erstmal da stehen, wo er steht gerade. So, die sind auf dem Weg. Wunderbar, wunderbar. Na, wo ist er? Oh, upsala. Steht auch nicht auf seinem Platz. Geh mal schön dahin und lad mal. Na, eigentlich brauchst du nicht laden, scheißegal. So, wo haben wir jetzt? Ui, du haben wir doch. Und gleich mal drei Dinger dafür. Alter. So. Motor mal an. LKW halt. Beifahrersitz hat natürlich auch. Dank dem Kubota DLC. Okay, mehr Plätze hat er nicht. Nee, muss ja auch nicht. So. Und wie gesagt, er ist Last geschaltet. Ah ja, gut, mein Gott. Ist halt so. Ah, das heißt, er hat einfach nur eine Gangschaltung und gut ist. Okay, er hat zumindest nicht mehrere Gangdinger. Aber wahrscheinlich wird er ein paar Gänge haben. Er hat sogar mehr Rückwärtsgänge. Sag und schreibe 4 Stück. Ah! Na gut, Last geschaltet hat. Das ist halt. So. Das sieht natürlich jetzt etwas bekloppt aus. Dass ich da jetzt so ein langes Ding habe. Die Kabel sehen auch sehr schön aus. Ah, man kann die Rungen verstellen, sehr schön. Aber gerade für so Aufsätze, wie jetzt den Häcksler, gut, für den ist auch nicht ganz gemacht. Und für große Plattformen oder den Kral, wo es noch zu kaufen gibt und so, da kann Bock, das jedes Mal umzubauen. Also lasse ich den einfach so, wie er ist. Da kann man jetzt schon noch die Rungen verstellen. Sehr schön. Wunderbar. Dann würde ich aber sagen, ich nehme erst die anderen Plattformen vielleicht. Den anderen Auflieger. Weil den Holzauflieger brauche ich ja dann direkt. Von daher nehmen wir den das erste Mal. Den kennen wir ja schon. Also ja, der hat noch die Rampen, wie gesagt, hinten. Ach, guten Tag.
Der Ding ist ja auch schon da. Wo ist der Pfandelt? Ah, der hängt noch im See. Okay. Genau, da kann man hier die Rampen ausklappen. Genau. Wunderbar. Plan links, Plan rechts. Blip, blip, blip. Der übliche Kram halt. Gut, dann fahre ich hier mal weg. 20.000 haben wir jetzt noch, gell? Ist halt für Hallenbau nicht gerade geeignet. Ich werde mal gucken, vielleicht die nächsten Tage, dass ich mal zumindest schon mal eine Fläche und so vorbereite. Damit wir schon mal einen Plan haben, wo wir dann die Kram hinstellen. Ich bringe das jetzt erstmal zum Hof. Nächste Folge dann. Und stellt es jetzt erstmal irgendwo dahin. Das ist auf jeden Fall geil. Endlich mal wieder ein LKW, Alter. Ah, da hängt ein Baum. Okay. Und dann sehen wir weiter, wo wir die Sachen dann genau hinstellen, weil das ist halt schon extrem groß. Oder komm, ich bring's gleich zum Sägewerk. Ich weiß, ich habe oben keinen Platz. Das. Dafür haben wir das Sägewerk ja auch. Wie viele Gänge hatten der? 12. Okay. Aller gut. Und fährt sage und schreibe 90 km/h theoretisch. Ja, ja, ja. Stopp, stopp, stopp. Nicht so schnell, nicht so schnell. Ja, gut, Bremse ist gut, ja. Die Bremse ist gut. So, fahren wir einmal da rein. Gucken mal, wo wir die Sachen hinstellen können. Erst einmal. Mal irgendwo einen Platz finden hier. Das ist ja der Auflieger. Und erstmal nur der hier eigentlich. Ja, komm, stell den jetzt erstmal. Hier und das Dach. Und dann daneben dran. Ganz einfach. Oder doch unter das Dach. Stört ihn eigentlich eh keiner. Steht ja doch schön. Eine große Halle haben wir hier. Von daher. Sehr schön. Gut, ansonsten gucken wir dann nächste Folge. Dass wir dann Auflieger und Häcksler zum Wald, in den Wald bringen dann. Und du Zug kannst schon lange warten da. Auto. Achtung. Okay. Denk schon drum leuchten. Oh ja, Blitzer hat er oben. Okay. Sehr gut, sehr gut. Ah, entfernt, das ist ein Auto. Gut, wie gesagt, da fahre ich runter. Bedanke mich sonst fürs Zuschauen. Nächste Folge tun wir den LKW dann komplett schön testen, alles. Und bringt den ganzen Kram in den Wald. Und alles und legen dann los mit dem Holz draus transportieren, würde ich sagen. Oder? Ja. Also wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns nächste Folge gerne wieder. Also bis dann. Tschüss.